Am Sonntag gab es noch in ganz Deutschland goldenes Oktoberwetter mit kaum einer Wolke am Himmel. Jetzt zum Start in die neue Woche sieht das ganz anders aus. Tief Jascha vermiest uns einen Sonnentag. Wir haben es mit viel mehr Wolken und auch ein paar Regentropfen zu tun. Denn das Hochdruckgebiet, das verlagert sich so langsam weiter nach Osteuropa. Wir haben eine milde Südwestströmung, aber das Tiefdruckgebiet Jascha, das schickt uns eine schwache Regenfront, die es dann am Nachmittag und Abend in den Nordwesten schafft. Aber wir starten am Montagmorgen erst einmal noch vielerorts golden mit jeder Menge Sonnenschein. In der Mitte und im Süden gibt es aber noch dichten Nebel. Und hier starten wir auch wieder frostig in den Tag. Am Montagvormittag gibt es dann besonders hier im Nordosten noch viel Sonnenschein. Im Süden ein Mix aus Nebel, Hochnebel, dichteren Wolken. Und auch von der Nordsee kündigen sich schon die dichteren Wolken der schwachen Regenfront an. Hier sehen wir, wie sich auch im Südosten Wolken breit machen. Und später gegen Abend, da regnet es dann im Nordwesten und im Westen etwas häufiger. Viel Regen ist das allerdings nicht, aber die sonnige Zone wird am Nachmittag immer schmäler. Von der Ostsee über die Mitte bis zum Schwarzwald gibt es noch etwas Sonnenschein. Im Südosten ist es tendenziell eher grau und so kommen wir auch besonders hier im Nordosten noch mal auf 8 bis 9 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen steigen in der Südwestströmung überall ein bisschen an. Nur da, wo der lange Nebel sich hält, bleiben wir einstellig. Sonst haben wir meist 10 bis 15 Grad und im äußersten Südwesten schaffen wir sogar milde Höchstwerte von 16 bis 18 Grad. Am Montagabend kommt die Regenfront dann so langsam weiter Richtung Landesmitte voran. Insgesamt viele Wolken. Ja, und auch die nächsten Nebelfelder bilden sich aus. Aber wirklich viel Regen kommt da eben nicht an. Die Regenfront versucht eben weiter in den Osten voranzukommen, auch am Dienstag. Aber sie zerbröselt so langsam an dem Hoch. Also wirklich viel Regen gibt es am Dienstag nicht. Allerdings insgesamt viele Wolken, nur maximal 15 Grad. Aber ab Mittwoch setzt sich wieder der hohe Luftdruck durch. Nach Nebel viel Sonnenschein und es wird wieder wärmer.